tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Porygon 2 vor. Porygon 2 ist die Weiterentwicklung von Porygon und die Vorstufe zu Porygon Z und hat wie dieser einen Mononormaltyp, wodurch es eine Schwäche gegen Kampf und eine Immunität gegen Geistattacken hat. Von allen nicht voll entwickelten Pokémon hat Porygon 2 die höchste Basiswertsumme. Er hat sogar höhere Basiswerte als einige voll entwickelte Pokémon. Wenn man einen Blick über die Verteilung wirft, erkennt man, dass es Porygon eigentlich nirgends fehlt. Alle Werte sind im guten Durchschnitt, der Spezialangriff ist sogar richtig gut, dafür ist seine Initiative nicht wirklich die beste. Die EV verteilt man hier voll in Verteidigung und Spezialverteidigung, dazu ein lockeres Wesen, was die Verteidigung maximiert und die Initiative senkt. Als Fähigkeit nimmt man hier am besten Fährte, um die gegnerische Fähigkeit zu kopieren. Als Attacken nimmt man Triplette, Toxin, Genesung und Bizarro-Raum. Triplette ist eine solide Step-Attacke, die viele Pokémon neutral trifft und eine 20% Chance hat, den Gegner entweder zu paralysieren, zu verbrennen oder einzufrieren. Toxin ist der beste Freund von defensiven Pokémon, da so nur wenige Pokémon wirklich lange in Porygon 2 drin bleiben können. Genesung heilt Porygon 2 um 50% seiner maximalen KP und im Bizarro-Raum invertiert 5 Runden lang die Initiative-Werte. Letztere Attacke ist übrigens der Grund, warum ich ein Init-Minus-Wesen auf meinem Porygon 2 habe. Als Item kommt bei Porygon 2 eigentlich nur der Evolid in Frage. Dieser erhöht seine Verteidigungswerte auf ein enormes Level, wodurch man ihn kaum noch tot bekommt. Dieses Set ist am besten für Doppelkämpfe geeignet, da Bizarro-Raum-Taktiken im Einzelkampf schwer umzusetzen sind. Wenn man es dennoch im Einzelkampf spielt, ist es immer noch ein effektiver Stoller, der ziemlich alles, was keine Kampfattacken sind, locker wegstecken kann. Seine Triplette macht auch, wenn er keine offensiven EV hat, noch viel Schaden und mit Toxin und Genesung kann er die Gegner schön ausstallen. Auch wenn Bizarro-Raum im Einzelkampf nur begrenzt funktioniert, heißt es aber auch nicht, dass er gar nicht funktioniert. Ein paar langsame Hardhitter wie Knocker, Zytomega oder Cavalanzas freuen sich immer über einen Bizarro-Raum. Als weitere Teammitglieder ist ein Cleric wie Aquana oder Florges nicht verkehrt, um zu verhindern, dass Porygon 2 selbst von Toxin eingerafft wird. Das war's jetzt aber auch schon wieder von meinem Porygon 2 und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.